Hallo Freunde, Freeclear von MagicBlocks.de. Wir spielen Legacy. Ich bin zurück aus dem Urlaub, ich bin noch ein bisschen krank, deswegen jetzt ein kürzeres Video. Und zwar spielen wir Frogginator. Das Deck, das ich gerade eigentlich am meisten in Legacy spiele. Und zwar testen wir eine Duskmourne-Karte, Vol'gavoth, die Motte. Also Elder Demon ist es ja, der Terror Eater. Ziemlich schwer zu removen, hat Lifelink. Wir können Dinge spielen, die ins Exile gehen. Manchmal gut, manchmal schlecht. Ich lasse die anderen beiden Targets mit drin. Ich habe random irgendwas anderes gecuttet, ich weiß gar nicht mehr. Und dann schauen wir, wie die Motte bisher performt. Ich habe schon ein paar Ligen gespielt, während ich im Urlaub war. Das heißt, ich habe auch noch eine angefangene Liga, wo wir 1-0 stehen. Das Deck ist relativ stark, so stark, dass es wahrscheinlich sogar einen Bann abkriegen könnte. Aber solange wir dürfen, spielen wir noch mit den Fröschen und dann sehen wir uns gleich in den Games. So, los geht's. Ich habe einen Ponder. Force. Ich kann den Troll einfach reanimaten. Ich glaube, die Hand muss man auf jeden Fall halten. Turn one Thought Seize, okay. Kann das Mirror sein? Vom Basic Swamp runter. Das ist interessant. Wahrscheinlich ist entweder, wenn das Deck was Brokenness machen will, die Force. Ansonsten das Reanimate wahrscheinlich. Jo, die Force. Spannend. Ich glaube, ich will pondern. Noch spannender. Oh, Daze ist schon auch nicht so schlecht, aber nachdem Opponent mir die Force weggenommen hat, nehme ich die mal. Nächsten Zug ziehen wir Daze. Darunter ist ein Fetchland. Ich habe Entomb Reanimate. Vielleicht muss man auch das Daze oben ranlegen. Ich habe noch keine Ahnung, gegen was ich spiele, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, das kann auf jeden Fall ein Bowmaster sein, der da offen ist. Wenn es ein Bowmaster ist, interessiert mich das, ob ich den jetzt daze. Wahrscheinlich nicht. Kann ich sogar meinen Basic Island zurücklehnen. Falls ich nichts Besseres finde. Ich hätte gern ein schwarzes Land getroffen, vor allem. Das ist der Hauptgrund, warum ich es jetzt mache. Okay, ich glaube, Wasteland brauchen wir nicht. Es ist die Frage, ob wir Suas zurücklegen oder die Basic Island. Ich glaube, ich lege die Suas zurück. Ich habe nochmal eine blaue Karte im Frog. Sag Go. Und habe dann Entomb offen, natürlich. Wenn ich das Wasteland weglege, dann natürlich mit der Saga, die dann kommt. Wir sind hier, um die Motte zu testen, deswegen mache ich das jetzt. Ich glaube nicht, dass es die beste Wahl ist in diesem Spot, aber wir wollen ja schauen, ob sie was tut. Okay, nochmal reanimate. Okay, Motte enabled. Dann schauen wir mal. Jetzt müssen wir nur in Edikt irgendwie forcen.
Jo. Ist auch der Grund, warum in dem Matchup Vargavov nicht die beste Wahl war. Aber gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Edikt, das wir spielen können. Och, nochmal ein Edikt. Ich glaub's ja nicht. Okay. Dann nicht. Überredet. Er kostet leider 9 Mana und wir haben genau 9 Life. Vielleicht ziehen wir ein Animate Dead, das wäre ganz cool. Okay, da ist das Animate Dead. Das ist die Frage, ob ich... Ich glaube, ich... Ich mache einfach mal gar nichts. Versuche nächste Runde Animate Dead zu holen. Opponent kann mich für 3 schlagen dann. Wenn Graveyard Hate kommt, kann ich in meinem Zug Entomben und Animate Dead spielen. Weil Spellbomb natürlich maximal schlecht war für mich. Okay. Ich glaube, die Motte hat uns aktiv das Spiel verloren. Und ich will die Mono-Edik-Deck auf keinen Fall. Dann ist die Frage, was Mono-Schwarz sonst so spielt. Ich glaube, ich will auch mein Random Thoughties nicht. Das ist eher gegen die Combo-Dinger. Wenn man den Hearth... Ich glaube, ich will die Barrowgoyfs einfach als Midrange-Threat. Ich kann mir überlegen, Bowmasters zu spielen. Und vielleicht ein Reanimate. Es kommt eh mehr rein. Vielleicht 2 Reanimates zu cutten für 2 Bowmaster. Einfach um gegnerische Bowmaster abzustellen. Und dann versuchen wir es so mal. Ja, ich würde gerne beginnen. Ich hätte aber gerne eine Hand, die spielbar ist. Die Hand ist halt auch nicht spielbar. Dann gehen wir auf 5. Ich halte mal das hier. Okay, Leyline of the Void. Fair. Müssen wir unsere Burrow finden. Waxing Bauble. Okay. Ich glaube, die Daisy ich einfach, weil ich mit dem Daisy sonst nichts mehr mache. Dann brainstormen wir. Okay, nein. Oh, dick. Ich muss auch unbedingt noch die Version mit den Street Raves testen, dann wird der Fnatic einfach ein bisschen weniger Globo. Bisher, muss ich gestehen, hat er mich noch nicht so richtig überzeugt. Vielleicht spielen wir den einfach als 4-4 Lifelinker. Was im nächsten Zug dann. Sind die Bowmaster natürlich wieder aktiv. Das heißt, wir versuchen nach Möglichkeit drumherum zu spielen.
Okay, ich werde weiterhin, solange ich es mir erlauben kann, den Brainstorm nicht casten. Ich glaube, das Ponder will ich dann auch nicht. Brauchen auf jeden Fall einen Bounce. Okay, meine Hand ist so Dreck. Ich denke, ich muss. Dann spiele ich halt in die Bowmaster rein. Okay. Dann spielen wir einen 4-4 Lifelinke für 2. Spielen noch ein Land, damit wir die Atraxa wegschaffeln können. Und geben wieder ab. Jo. Okay. Okay, Karten. Ich meine, wir haben gar nichts. Unsere Hand ist ich werde einfach immer beschissen. Da ist die Lettuce. Wenn er noch mal ein Land hat, dann sind wir eben am Ende. Okay. GG. So. Wir spielen gegen Alex Fisch. Spannend. Spannend. Ich glaube, die kann man halten, die Hand. Bin wieder on the draw, was nie so optimal ist. Nein, ich will kein Fnatic revealen, danke. Pack's mal einen Friedhof. Ich habe eins auf der Hand. Ich kann nach Möglichkeit jetzt quasi Fetchland legen, fetchen, entumpen, brainstormen und den Fnatic oben hinpacken.
spielen wahrscheinlich gegen Nadu. Oh, ich spiele gegen Breakfast. Verstehe. Okay, Teferi. Also, dann starten wir mal. Und zwar hätte ich gesagt, so wie ich es mir geplant hatte. Vielleicht ziehen wir schon einen Counter. In Tomb. Eigentlich muss man den Archon nehmen, aber wir sind hier, um Wahlgavot zu testen. Deswegen, Archon wäre besser. In Reanimate auch. Ich glaube, ich nehme Troll Fanatic. Ja, wobei, das funktioniert gar nicht. Ich habe ja, der Teferi macht ja den Troll auch weg. Ist egal. Dann muss es anders gehen. Dann machen wir Animate Dead, hätte ich gesagt. Oder Reanimate. Cool. Ich spiele mal noch einen Frosch. Kannst du das eh nichts machen. Gürchen. Also, wir haben jetzt schon relativ viel Zeug im Exile, was ich schon mal schön finde. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Okay, da wird weiter gepondert. Ah, die würde ich sowas von spielen, die Ponder. Okay. Ich discarde mal das Daze, das gerade nichts macht. Dann versuchen wir mal den Teferi abzuräumen. Schön. Schön. Brainstorm. Okay, wir casten als erstes mal Teferi, können Response, okay. Nur mein Frosch. Frosch Entomb. Nee, ich glaube, ich hätte jetzt gern Counter Magic. Ich hätte gern Counter Magic.
Zumindest mal in Days. Kleine Schritte. Okay. Opponent hat genug. Dann sideboarden wir mal. Was wollen wir denn? Hörs wahrscheinlich. Pushes. Vielleicht sogar eher Long Goodbyes. Oder beides. Ich meine, wir sind weg vom Ahornplan. Das Random Thoughties ist einfach auch kein Highlight. Wir wollen den Borrow. Können wie immer einen Troll cutten. Ich kann ein Animate Dead cutten, weil Opponent hat Bounce. Vielleicht sogar einen Fnatic. Und dann versuchen wir es so. Beschissenste Hand, die man sich vorstellen kann. Mulligan. Die ist auch ziemlich schlecht. Aber ein bisschen besser. Die hat zumindest Removal und ein Wasteland. Das kippe ich mal, mach den Metamorph weg. Ja, Pondeur. Opponent, darf ich ziehen, bitte? Bitte, bitte, bitte. Eine Force. Okay, die macht mal allein noch nichts. Aber die könnte. Schuko, ja. Ja, Ponder kann man oben lassen. Und ich glaube, ich Wastelande. Weil ich wahrscheinlich jetzt nichts forcen muss. Das heißt, ich könnte ja auch pondern. Ah, wobei, ist mir zu gefährlich. Okay, Opponent ohne Mana, das ist schon mal schön. Jetzt muss ich aber pondern, damit was vorwärts geht.
Okay, ich fetch mal und schau mal, ob ich einen Fatty finde. Jo, Entomb nehme ich. Da gönne ich mir auch noch eine Runde. Ja, ich glaube, ich lasse das resolven. Okay. Ich force gegen und hoffe, dass es reicht. Okay, Motte. Reanimate of Motte. Okay. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt kommen wir doch weiter. Ja, ich pondere gleich gerne. Kein Problem. Kein Land gefunden. Schade, Opponent. Greif mal an. Pondeur. Brainstorme. Dann bauen sich die Saga, denke ich mir. Ah, wobei. Schuko bouncen. Ja, Saga kann ich nicht bouncen. Das ist ja anders gewordet. Da steht tatsächlich Non-Land drauf. Aber so kann ich vielleicht eine Baubel bouncen, die da raushüpft. Soul Guide Lantern. Ja, die ist mir tatsächlich scheißegal. Okay, GG. Das war doch gar nicht schlecht. Und die Motte hat tatsächlich performt, kann man nicht sagen. Okay. Furchtbare Hand. Gibt es mal einfach, weil ich Ponder habe und die Atraxa pitchen kann. Und ich stand mit einem Ponder und versuche Action zu finden. Okay. Das kann man Action nennen. Wollen wir zuerst einen Thoughtseize vor dem Frosch? Wahrscheinlich nicht. Ich hab. Ich hab einen Daze. Das einzige wäre, dass ich, wenn ich jetzt Dazen muss, dann wäre das Thoughtseize oben cool. Aber dann kann ich immer noch Undercity oben lassen und dann im dritten Zug Thoughtseize. Ja, Pondus finde ich in Ordnung.
UC Ponder ist so das Hauptopening zurzeit in Legacy, muss man sagen. Es kann alles Mögliche sein. Und wir slammen natürlich einen Frosch mit Days und Force Backup. Okay, Opponent hat nicht geschaffelt. Okay. Und er landet schon mal. Guter Start. Bin gespannt, was mein Opponent hat. Fatal Push. Ich glaube, ich pitch die Atraxa und versuche meinen Frosch zu beschützen. All in quasi. Wenn ich ein Reanimation-Target oder ein Reanimation-Spell auf der Hand hätte oder wüsste, dass ich was anderes als das Thoughtseize ziehe, hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Okay. Brainstorm ist in Ordnung. Hätten wir auch im Response machen können. Hey, ich werde auf jeden Fall Thoughtseize, auch wenn meine Pony das oben dran haben könnte. Ich spiele zuerst mein Source, um zu sehen, was ich nachziehe. Ich meine, ich kann das oben lassen. Es gibt Schlimmeres. Es ist halt dann ein 4-4 Lifelinker. Und wenn der abgestellt wird, dann kommt er wieder von dem her. Entomb, Brainstorm, Days, Thoughtseize. Also wir spielen tatsächlich das Mirror. Jo.
Spannende Geschichte. Okay, und einfach nichts. Auch das Thorzi ist nicht interessant. Nur trotzdem Mirakeln. Viel Lifelinker ist ein viel Lifelinker. Okay, Delta ist in Ordnung. Damit können wir nochmal fetchen und nochmal einen Suras raussuchen. Mein Opponent hat einen Thorzis auf der Hand, deswegen Force hier, denke ich. Bis jetzt gibt es nichts zum Reanimaten. Der Stays ist gerade nicht online. Irgendwas muss zurückgelegt worden sein. Das ist auf jeden Fall das, was man gefunden hat. Und so macht der Thorzis nicht, wenn das noch in der Hand ist. Beziehungsweise wahrscheinlich liegt es oben auf. Ja, wobei oben wird es nicht liegen. So muss Opponent auch fetchen. Wenn das geschaffelt werden soll. Okay. Mit dem Sur auf dem Stack Brainstorm ist natürlich stark. Okay. Merkwürdiges Match. Ich will Hearse. Ich will wahrscheinlich Long Goodbyes. Bin kein Freund von den Thorties. Ich will noch mal einen Brazen Borrower. Ich glaube, man kann auch eine Force cutten. Und dann ist die Frage, ob man die Barrowgolfs will. Kommt immer drauf an, wie Opponent boardet. Ich schaue mir das erstmal an. Ich glaube, ich cutte auch einen Cantrip, weil ich einfach erwarte, dass Bowmasters reinkommen. Und wenn ich noch einen Cut brauche, dann... Und in dem Deck sogar die Brainstorms drin lassen, nicht die Ponder. Normalerweise cutte ich immer lieber einen Brainstorm gegen die Bowmaster, aber weil wir eben diesen Metamorphosis-Quatsch haben, wollen wir zwingend auch was zurücklegen. Sideboard von der Liste, muss ich sagen, ist noch kein Highlight. Also das muss auf jeden Fall verbessert werden. Puh. Das ist eine Hand, die ist relativ langsam, aber... Die hat zumindest zwei Antworten und hat jetzt nicht Suos. Beziehungsweise hätte er auch einen Troll, wenn ich ihn reanimate ziehe. Weil in dem Matchup will man eigentlich keinen Troll reanimaten. Fnatic, okay. Wir starten gleich. All the lands. Land nachgezogen, Land gescryed. Sehr gut. Guter Start, Deck, guter Start. Ja. Thoughtseize finde ich jetzt in dem Moment ehrlich gesagt nicht so schlimm. Meine Hand ist Dreck, von dem her nimm. Scheint das Long Goodbye. Ja.
Ja, das sind die Draws. Jo. Reanimate wollen wir auf jeden Fall oben. Schade, das war eigentlich mein Plan. Fork wieder zu reanimaten. Das bringt mir alles nichts. Ich hasse diese Fanatics. Lifelink Frosch natürlich schon auch die Ultranuss. Jo. Jo. Das schlagen wir nicht mehr. Nochmal, nochmal. Ich glaube, ich nehme auch die Atraxa raus. Und packt stattdessen zwei Barrowgolfs rein, wobei ich hätte, glaube ich, auch gerne noch Pushes. Zumindest einen. Normalerweise hat die Liste auch mehr Thoughtseizes in der Zwischenzeit. Wenn man drei Thoughtseizes hat oder zwei Main, drei Main, einen im Board, dann ist es auch ein Plan. So dieses One-Off in der Liste ist einfach kein Highlight. Also muss man auf jeden Fall ändern. Okay. Das ist in Tomb Reanimate. Ohne Projection quasi, aber mein Gott. Dafür habe ich. Zwei Reanimation Spells auf der Hand. Das heißt, ich kann Turn 1 Go sagen mit einem Polluted Delta und dann in Tumpen. Wenn mein Opponent zum Beispiel Thought siehst. Problem ist immer, wenn ich dann gedazed werde bei meinem Reanimate und dann Opponent einen Reanimate hat. Dann verlieren wir eben gegen das Play. Aber so ist es. Okay, Opponent spielt es auch langsamer. Dann können wir das auch machen. Und mit dem Sewer suchen.
Ross ist okay. Long Goodbye will ich wahrscheinlich nicht. Ich habe schon eins auf der Hand. Okay. Polluted up. Ich versuch's. Schau, was passiert. Reanimate. Zum Beispiel die um Days rum, Animate Dead kann irgendwie noch gebounced werden. Okay. Force, da forcen wir auf jeden Fall gegen. Bin gespannt, was Opponent Exile, weil so viel blaue Karten hat, das Deck wahrscheinlich nicht. Brazen Borrow. Okay. Ich force auch. Leider ist meins mit dem Froschen besserer. Was Besseres. Sherry. Okay. Fair. Fair, fair. Opponent hat halt alles. Fairy ist tatsächlich gerade super im Sideboard. Ich bräuchte ich auch. Denke ich in Tump. Okay. Opponent hat mich. Okay, schauen wir mal. Tarnwiesel. Ich habe mich mal in Tump reanimate, wie sich das gehört. Ich fange leider nicht an, aber irgendwas ist ja immer. Jo, keep. Waxing Bubble. Noch eine Waxing Bubble. Fair. Entomb ich mal. Für unsere Motte. Für unseren fetten Demon. Valgavoth. Aber ich spiele das Wasteland. Dann kann ich nämlich Troll cyclen für ein Basic, was auch immer. Basic Swamp. Falls da ein Blood Moon oder sowas kommt, dann habe ich zumindest eine Farbe. Nicht, dass die was bringt, aber. Okay.
Dickes Gerät liegt. Let's go, let's go. Da habe ich bald so eine Baube, hm? Einmal aktivieren, dann braucht er nur noch zweimal zuschlagen, also. Soul Guide Lantern Main. Das mal ein Starte. Baubel, Baubel, Soul Guide und trotzdem verloren. Ja. Das gefällt mir. Oh, ich kann wieder dazen. Nice. Okay. Geil. Gegen was spielen wir denn? Big Red oder? Ich habe keine Ahnung. Also. Wir wollen, wie immer, Brazen Borrow. Wir wollen wahrscheinlich Barrowgoyfs. Es könnte auch Painter sein. Dann wollen wir wahrscheinlich Long Goodbye oder Push. Ich hol mal die Long Goodbye rein. Mach mal ein Animate Dead weniger. Ja. Weiß nicht, vielleicht ein Days. Das Days sah jetzt nicht so ultra geil aus. Vielleicht will man sogar die Consign to Memory statt den Days. Aber ich weiß nicht, ob das schnell genug war. Ponder, Reanimate, Frösche, ja komm. Schau mal, was das Tarnwiesel uns beschert. Hier wieder keine Counter Protection. Sowieso only for the weak. Okay, Opponent hat gemanagend und Baubel. Fair. Ich glaube, ich starte mit Sewers. Noch einen Frosch brauche ich nicht. Ancient Tomb. Blood Moon. Okay. Ja, um den habe ich jetzt tatsächlich nicht rumspielen können. Da gab es einfach keine Möglichkeit. Muss ich hoffen, dass ich ein Basic ziehe. Oder ins nächste Spiel gehen. Also eine richtig gute Karte. Einfach eine geile Karte. Aber das sehen wir wenigstens, was unser Opponent spielt. Also Painter. Gott, wie ich das hasse. Gib mir doch mal das als Enchantment, nicht als Kreatur. Und splashbar, so wie den, einfach in blau. Dann sehen wir doch. Hm. Ja, wahrscheinlich hätte ich gleich... Ja, das war scheiße. Ich hab nicht mitgedacht. Auch wahrscheinlich doch mehr Removal.
Nochmal ein Painter, okay. Also aktiviere hoffentlich F6. Nee. Hätte ich sogar, hätte ich nicht so beschissen gespielt, sogar noch gewinnen können. Jetzt, wenn ich mich zu sehr über Blood Moon aufreg. Okay, es ist tatsächlich Painter. Was hatte ich noch? Ja, vielleicht doch wirklich einen Troll. Nee. Gehen wir schon mal auf das Basic Island, das schadet nie. Dann können wir nämlich froschen. Okay. Da finde ich halt theoretisch noch ein Removal dafür. Deswegen will ich den eigentlich nicht forcen. Wobei halt aus der Saga das andere Piece raushüpft. Unten in Tomb. Okay. Dann gehen wir all in. Muss ich doch nur von oben mal ein Miracle haben. Einmal ein Miracle haben. Das macht doch dieses Deck, habe ich gedacht. Komm, Miraculum, tu es. Tu es.
Ja. Oh, schade. Schade, schade, schade. Dann hat alle Antworten am Start. Ja, dann haben wir es wahrscheinlich verloren. Okay. Dann wird es ein merkwürdiges Spiel. Fable, ja. Haus. Will ich noch mal einen Frosch jetzt? Dann ein Hörs. Wahrscheinlich schon. So ein Power Frosch ist halt einfach schwieriger zu handeln. Mit einer Bridge. Okay. Jetzt kann aber der Schaman auch nicht angreifen. Nächstes ist ein Removal-Spell. Weiß ich nicht, wie viel der mir bringt. Aber vielleicht müssen wir ja so ein Construct abstellen.
Okay. Spannend. Okay, noch eine Saga. Die können halt auch nicht angreifen. Pondeur. Okay, schauen wir mal. Consign in Tomb. Wahrscheinlich will man Entomb als letztes. Das mal so noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ah, Target Mills 2 Cards. Ja, okay, dann machen wir das. Oh, ein Barrowgolf. Ich weiß nicht, ob ich das so schlage in dem Tempo. Mir fehlt halt auch der Imra cool. Diese Soul Cauldron ist echt ein Problem. Ja, ich glaube nicht, dass ich das gewinne. Ich werde halt einfach gemillt und fertig. Was habe ich hier? Ich habe einen Bounce. Kann ich es countern? Dann brauche ich nochmal einen Bounce. Ich habe nur zwei. Ja, ich glaube, das zieht sich so lang. Passt schon.